muss man wissen, ne? Von wegen. Jo, guten Morgen. Willkommen im Trollland, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hab's nicht. Vielen Dank für die Orga, dass es kein Bett für mich gab, dass es kalt war, dass ich im Hackerspace übernachten musste, dass ich mir anhören durfte, als ich mich beklagte, dass es laut war, dass ich hysterisch bin. Da sind wohl Männer mit meinen Gefühlen nicht klargekommen. Ich musste mir auch morgens My Little Pony und Bernd das Brot ansehen. My Little Pony, ein äußerst sexistisches, langweiliges und einfach dummes Format, würde ich sagen. Ich wundere mich auch sehr, warum die Piratenpartei das so stark verehrt. Vielleicht können wir das in der Debatte gleich auch noch mal klären. Ja, und der Höhepunkt geistiger Armut, wisst ihr ja schon, manche wissen es schon, ist für mich die Verleihung des Preises des besten Trolls an Christopher Lauer. Hier wird, erstmal waren überhaupt keine Frauen nominiert, was ich wirklich, da gehe ich gleich noch drauf ein. Zweitens wird hier eine geistige Armut offenbart, die nicht, wo der Horizont nicht weitergeht als bis zur Piratenpartei. Eine Verehrung eines mittelmäßigen Politikers, der durch die Talkshows tingelt. Und das soll wirklich der beste Troll sein. Also was ist mit Rick Falkwinge, was ist mit Assad, mir fallen jetzt keine Frauen ein. Vielleicht hätte die Jury, ja genau, ich war nicht die Jury, doch, ich habe eine Frau auf meinem Zettel, kommt gleich. Vielleicht hätte die Jury 5 Minuten mehr nachdenken können bei der Verleihung des Trollpreises. 5 Minuten, ja, vielleicht wäre euch in 5 Minuten ja zum Beispiel Julia Schramm eingefallen. Also ich finde, Julia Schramm hat ganz großartig getrollt. Es wird ja immer gesagt, Nominierungen sind geschlossen, du musst dich nicht mehr bewerben. Ich weiß, Julia Schramm, da möchte ich aber auch nochmal sagen, wie Julia Schramm von der Piratenpartei und überhaupt von den bösen Trollen behandelt wurde. Das finde ich ganz, ganz problematisch. Das meine ich jetzt wirklich ernst, ne? Also es ärgert mich. Ich habe mit Julia Schramm das letzte trollfeministische Forum gemacht. Das war auch sehr verwirrend. Es war nicht für jeden klar, ob es jetzt eine gute Veranstaltung war oder eine schlechte Veranstaltung. Ihr könnt das alles bei YouTube nachlesen. Ich glaube, wir haben ein Like und irgendwie hunderte Dislikes. Ihr könnt euch die Kommentare nachlesen. Was machen die Fotzen da eigentlich? Könnt ihr euch alles durchlesen. Kennen wir ja, ne? Frauen sind euch wohl egal, sag ich mal so, bei der Jury, ne? Also da denkt ihr ja gar nicht dran. Ich musste mir morgens anhören, wie Kaffeesahne als Morgenejakulat bezeichnet wurde. Ich musste bei Twitter lesen, wie gesagt wurde, der Chunk schmeckt, als hätte man einen Penis reingehalten. Das spricht alles für eine ganz, ganz männliche Sichtweise, die Frauen unsichtbar macht, was ein großes Problem ist. Möchtest du lieber lesen, dass das aussieht, als hätte jemand eine Vagina reingehalten? Oh, das ist aber wirklich, ist das Trollerei oder ist das wirklich Dummheit? Ja, man kann das keine Vagina in einem Mund halten. Ja. Gut, ich konnte also nicht gut schlafen und vielleicht ist es einfach so, weil Frauen sich für andere Sachen interessieren, ihre Gesundheit, weil Frauen nicht im Staub, in der Kälte schlafen wollen, weil Frauen sich für ihre Gefühle interessieren, weil Frauen nicht schnarchen wollen und auch kein Schnarchen hören wollen. Und ich sag euch was, ich habe damit zu tun. Ja, ich habe mir den Satz von Simone de Beauvoir genommen und habe gedacht, den könnte man ja vielleicht einfach mal ein bisschen weiterdenken. Und ich habe mir gedacht, also der Satz von Simone de Beauvoir, der auch, wenn man im Internet mal ein bisschen rumgoogelt, auch nicht immer mit zur Frau gemacht geschrieben steht, aber schon in den meisten Fällen. Das ist ja eher was Passives. Und ich habe mir überlegt, man müsste da den Zeitfaktor mit reinbringen, also sozusagen die Permanenz, dass man eben in diesem Umfeld, in dem Geschlechternormen nun mal existieren, da muss man eben als Frau sein Leben lang auch mit umgehen, dass man eine Frau ist. Zeitfaktor. So, wichtig beim Trollen. Ist der Zeitfaktor vielleicht wichtig beim Trollen? Denken wir doch alle mal drüber nach.
So, jetzt mal auch nochmal zur Einführung. Also nicht, dass wir das, bevor wir gleich eben auch uns ein wenig kritisch gegenüber der Mädchenmannschaft nähern, möchte ich doch trotzdem erstmal nochmal zeigen, was es eben für Leserkommentare im Internet gibt. Das ist das Bingo von der Mädchenmannschaft. Das sind alles Kommentare, die dort hinterlassen wurden. Wer kennt das schon? Ja, also, da haben sie auch schon immer wieder drüber berichtet, steht im Internet. Ja, hier sieht man zum Beispiel auch in der Mitte den Spruch, das ist hysterisch, das wurde mir ja vorhin auch gesagt. Hast du gerade deine Tage? Gerne wird auch mit Mondphasen argumentiert und so. Ja, ja, das sind alles geschlechtsspezifische Niedermachungen, wo wir uns alle mal groß Gedanken drüber machen sollten. Ich gebe jetzt auch wieder Nudeln, falls es wen interessiert. Ja, nee, mich stört das ja nicht. Ich weiß ja, dass diese Leute ihre eigenen Komplexe haben. Dürfen wir was fragen? Du kannst was fragen, ja. Warum hast du dann deine Folien so geschlechtsspezifisch orientiert? Was ist daran geschlechtsspezifisch? Ja, rot wird ja generell Frauen zugeschrieben, so was Kursives, leicht gespielte Schriftarten und sowas. Ja, das ist deine Zuschreibung. Also du weißt ja sicherlich auch, dass die Einteilung in rosa und blau, die man kleinen Babys so zuschreibt und zuschiebt und was eben auch heutzutage auch immer schlimmer wird mit dem Rosa-Wahn, also dass eben Kinderspielzeuge für Mädchen sehr rosa sind, zum Beispiel das Überraschungsei und so, dass das auch mal anders war. Also das war früher auch mal genau andersrum. Deswegen finde ich jetzt dein Argument nicht ganz valide. Allerdings, ja, Rosen haben natürlich schon auch so eine Form, ne? Also kann man natürlich drüber nachdenken, aber sonst finde ich dein Argument eigentlich nicht überzeugend, weil das alles immer eine Frage der Zeit ist. Früher war es eben auch mal andersrum mit Rosa und Blau und das sollten wir uns alle merken. Also, Feminismus, da gab es mehrere sogenannte Wellen. Oh, das ist wirklich ein bisschen nervig. Soll man das so machen? Ja, ne? Also es gab mehrere Wellen. Die erste Welle hat sich mit dem Wahlrecht beschäftigt, dass Frauen eben gleichberechtigt wählen dürfen. Das war eine Frage von Demokratie. Die zweite Welle war ziemlich viel mit dem Körper, also zum Beispiel Abtreibung, Autonomie des weiblichen Körpers, wo die Männer so reinregieren. Das war so in den 70er Jahren. Und dann gab es eben so Entwicklungen Cyberfeminismus, Netzfeminismus, Postgender-Debatten gibt es. Und die Frage ist, wo befinden wir uns gerade, ne? Ich kann Cyberfeminismus jetzt nicht erklären, das müsst ihr leider bei Wikipedia nachlesen. Ja, könnt ihr ja machen. Netzfeminismus ist was, was von... Ja, ihr habt mich jetzt auch so abgelenkt, dass ich meine Einleitung nicht so gemacht habe, wie ich wollte. Aber das ist ja auch okay. Netzfeminismus ist so eine Entwicklung, die in der deutschen Blogosphäre jetzt so in den letzten Jahren gekommen ist, angestoßen von so Leuten wie Katja Rönnecke und Anne Roth. Und Postgender ist eben so ein Begriff, der gerne in der Piratenpartei benutzt wird, aber der eben auch schon sehr häufig kritisiert wurde. Und die Frage ist, wo befinden wir uns eigentlich? Ich guck mal hier auf meinem Zettel, wo ich mich befinde. Ich weiß es natürlich nicht mehr. Ah, also, ich bin der... Wer versteht dieses Bild nicht? Okay. Gut, ich habe extra ein solch abstraktes Bild gewählt. Man hätte natürlich auch ein Bild nehmen können, wo eine Frau drauf ist mit langen Haaren und dicken Brüsten und schmaler Taille und ein Mann, eine Frau, die dann vielleicht noch was Rosanes anhat und so steht. Okay, das sieht jetzt ein bisschen schwul aus. Also man sagt eben, das ist nicht diskriminierend, das ist eine Zuschreibung. Also es ist häufig so, dass Frauen eher so auf einem Bein stehen, so ein bisschen locker, und Männer auf Fotos eher so stehen. Jo, breitbeinig. Da gibt es ganz interessante Forschung auch so zu Fotos von Politikerinnen und Politikern. Das habe ich gerade nicht genau im Kopf, aber sehr typisch ist zum Beispiel bei Christina Schröder, dass sie immer so den Hals abknickt. Das ist eine typische Unterwerfungsgeste, die ihr vielleicht auch noch nicht mal selber bewusst ist. Ja, ihr könnt das ja alle lesen. Geschlechternormen werden
in ganz vielen Gruppen geformt. Deswegen ist meine Vermutung, dass niemand von uns frei davon sein kann. Also ich bin zum Beispiel sehr geschlechtergerecht erzogen worden, habe zwei Brüder. Mein einer Bruder hat auch Puppen gehabt und ich hatte alles andere, also so technische Spielzeuge, und war in der Mathegruppe und so. Und trotzdem wirken natürlich Geschlechternormen auf mich ein, und ich komme da auch ganz schön schwer raus. Also zum Beispiel am Arbeitsplatz hat mein Chef zu mir gesagt, ja, die anderen, du wirst aber Probleme bekommen im Wirtschaft- und Umweltressort. Das war bei der Taz, also nicht irgendwie in einer rechten Zeitung oder so, weil die Frauen dort ja sehr weiblich kommunizieren und du ja sehr männlich kommunizierst. Von den Mächtigen habe ich jetzt mal so verschwörungstheoretisch mäßig darauf geschrieben, also so einfach ist es natürlich nicht. Man kann die natürlich adressieren, zum Beispiel Politiker oder religiöse Würdenträger, alle Leute, die eben wirkmächtige Sprache haben und ja ihre Meinung zu Geschlechterrollen sagen. In der Schule und so weiter und so fort. Und wenn man von dieser Geschlechternorm abweicht, dann fällt das auf und das ist unangenehm und dann wird man bestraft. Also zum Beispiel ist es mir mal passiert vor einem halben Jahr. Könnt ihr die Tür zumachen oder ruhig sein? QED, Jungs, ihr habt sie echt nicht mehr alle. So, mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich im Bus gefahren bin, dann hat mich ein kleines Kind gefragt, das war eben auch schon so von Geschlechterrollen geprägt, dass ich gefragt wurde, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Und trotz, dass das lustig ist und trotz, dass man das von einem kleinen Kind gefragt wird und dass das Kind nicht böse ist und groß, hat mich das schon gestört, und ich habe mich dann schon gefragt, ob ich mich dann nochmal so anziehe oder ob ich mich vielleicht doch lieber anders anziehe. So, deswegen, also ich glaube, es ist sehr schwer, aus dieser Geschlechternorm auszubrechen, und ich sehe ja hier jetzt auch nicht besonders viele Leute, die ich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen kann, glaube ich. Ach, aber vielleicht ist das auch nur meine Vermutung. Ja, wo stehen wir in der Gleichstellung? Genau, da kann man eigentlich nur noch verrückt werden. Wir haben praktisch frauenfreie Führungsebenen. Die Bundesregierung will da keine harte Quote machen. Auch Rot-Grün hat keine harte Quote gemacht. Es gibt viele Leute, die eben dort sind, die wahrscheinlich auch kein Interesse haben, dass man eine harte Frauenquote einführt. Dennoch wird gesagt, dass es auch sinnvoll, also ich war gerade kürzlich auf dem Wirtschaftskongress für Frauen, und da wurden die ganzen Argumente wieder wiederholt, dass es gut ist im Sinne von Diversity, dass Frauen eben aufgrund ihrer Geschlechterrollenzuschreibung, ihrer Erziehung und aufgrund dessen, wie sie aufgewachsen sind, eben da nochmal einen anderen Wind reinbringen in diese Gruppen, in die Aufsichtsräte und Vorstände, dass sie mehr nachfragen und so weiter und so fort. Ich will damit gar nicht sagen, dass Frauen das natürlich so tun, sondern dass es wahrscheinlich einfach aufgrund ihrer Erziehung, dass man ihnen mehr kommunikative Fähigkeiten zuschreibt, dass man ihnen mehr zuschreibt, vielleicht mit Geld so ein bisschen besser haushalten zu können, sage ich mal so. Und deswegen kann es sinnvoll sein, zumindest im Sinne des Diversity-Gedankens, dass man da Frauen reinbringt, aber eben nicht nur eine, sondern vielleicht mindestens drei pro Vorstand, sagt man so. Und gleicher Lohn, ja, da können wir natürlich auch drüber diskutieren. Es gibt typische Frauenberufe, zum Beispiel in der Pflege, die sehr schlecht bezahlt sind. Und es gibt typische Männerberufe, die vielleicht, die genau, also in der Pflege ist ja auch sehr harte Arbeit. Es gibt typische Männerberufe, die eben auch harte Arbeit sind, wie in der Pflege, die dann gleich besser bezahlt sind. Hier könnte man natürlich sagen, na gut, dann sollen die Frauen doch einfach andere Berufe ergreifen. Aber so einfach ist es nicht. Und ja, die Forderungen der Gewerkschaften und von vielen Frauenverbänden und vielen anderen sind, dass eben die Löhne in den typischen Frauenberufen steigen sollen. Rosa-Wahn habe ich es genannt, das ist ja in den Blogs sehr beliebt, das Thema. Es gibt zum Beispiel auch die englische Kampagne Pink Stings. Und dann gibt es eben in den letzten Jahren die Tendenz, dass viele Kinderspielzeuge sehr geschlechtsspezifisch aufgemacht sind. Und also das war in meiner Jugend auch nicht so. In wessen Jugend war das so? Okay, genau. Ja, vielleicht eine Sache noch, Normierung, habe ich ja gerade schon was zu gesagt, Sexualisierung,
Also da habe ich beobachtet, dass eigentlich alle Leute außer der heterosexuellen Normbeziehung irgendwie sexualisiert werden, also alleinstehende Frauen, Schwule, Lesben, na Lesben nicht so sehr, die werden eher unsichtbar gemacht, Polyamore natürlich, Promiske, ja gut, so ist es, gut. So, also und das ist ein großes Problem, wenn man sexualisiert ist, weil man dann natürlich leicht verunsichert werden kann, weil man irgendwie immer im Kopf hat, ja gut, der könnte mich jetzt im nächsten Moment mit seinem Schwanz ficken, so sage ich jetzt mal so ganz hart. Und deswegen ist das ein großes Problem mit der Sexualisierung. Sex, Sex, Sex schreibe ich gerne in unseren IRC-Channel, wo wir mit unseren Trollen rumhängen. Also das kann ich ja vielleicht nochmal nachliefern. Ich halte mich häufig in einem IRC-Channel auf mit vielen Leuten, die sich für das Trollen interessieren und auch durchaus für intelligente Trollansätze und sich darüber Gedanken machen und auch selber aktiv trollen. Ich habe mal ein paar Begriffe darauf geschrieben, die ich wichtig finde für Sex, aber die vielleicht auch was mit Trollen zu tun haben. Haben wir ja häufig auch schon hier so ein bisschen gehabt, also Vertrauen und Trust. Emotionen sind, glaube ich, wichtig beim Trollen. Ob es jetzt, also eben, das Vertrauen ist klar, ne? So, Emotionen sind wichtig beim Trollen, weil ich glaube, dieses schlimme Gefühl, das Leute haben, wenn sie betrollt werden, das ist eben auch, ist natürlich eine starke emotionale Regung. Dann ist wichtig beim Sex Nähe beziehungsweise Distanz. Wir haben viele Diskussionen über Vergewaltigung, da gehe ich jetzt später noch drauf ein, in den deutschen Blogs, das ist auch schon immer im Feminismus. Da schlage ich später noch was vor. Also sozusagen Nähe und Distanz sind, glaube ich, auch wichtige Begriffe, sowohl beim Sex als auch beim Trollen. Ja, wichtig dann noch Spiel, das hat ja Philipp auch gebracht, den Begriff. Und dann Regeln, und da habe ich dann Consent hintergeschrieben. Jo, genau, das ist das Mädchen-Ü-Ei, nehme ich jetzt mal an. Das finde ich total toll, dass ihr das organisiert habt, hoffe ich. Ich hoffe, dass es das, genau, ich liebe Eier. Das Besondere am Mädchen-Ü-Ei, ich hoffe, ihr habt da Mädchen, ist, dass man da nichts basteln kann. Ja, also mir hat letztens, okay, ich habe mir noch nie ein Mädchen-Ü-Ei gekauft, dann habe ich jetzt einen Faktenfehler gemacht. Mir wurde gesagt, da gibt's nichts zum Basteln. Ist das Mädchen-Ü-Ei? Super. Jo. Ich kann das jetzt aber nicht machen, ich kann nicht Multi-Dings da ich Vorträge halten. Aber genauso ungesund ist mal lieber ein Apfel. Ja, ich esse super häufig Äpfel, also das... Was hat das mit Trollen zu tun? Das ist mir nicht klar. Ja, Trollfeminismus. Das mach mal eine Definition von Trollfeminismus. Ja, das kommt doch gleich noch. Ja, ich versuche eine Definition, aber und ich liefere am, aber ich muss ja erstmal ein paar Vorbedingungen klären. Also worum es eigentlich geht. Genau, also was ich auch glaube, dass. Viel in feministischen oder in geschlechterpolitischen Diskussionen geprägt ist von Erfahrungen in heterosexuellen Beziehungen. So, das kann gehen vom privaten Horror bis hin, dass man in der Beziehung mehr Freiheit hat als im, dass man in der Beziehung mehr Freiheit hat als in der sozusagen in der freien Wildbahn an sich. Und ich stelle jetzt an euch alle mal die Frage, habt ihr alle schon mal eure Beziehungserfahrungen verallgemeinert? Habt ihr schon mal gesagt, ja, weil jetzt die Person so reagiert hat, reagieren die alle so? Okay. Ein geteiltes Echo, mein Petitum ist, tut es nicht. Ja, was, glaube ich, haben wir für Probleme im sagen wir mal, im Netzfeminismus oder im Blogfeminismus, was sind die Debatten, die ich als problematisch ansehe? Ich glaube, man kommt überhaupt nicht weiter von Frauenseite mit Begriffen wie Männlichkeit. Das habe ich gemerkt in meinen privaten Beziehungen, und zwar keine Liebesbeziehungen, sondern Mitbewohnerbeziehungen und auch nicht mit Heterosexuellen, sondern sogar mit Schwulen.
wenn man da im Streit ist und wenn man da anfängt, an Männlichkeit zu kritisieren, dann machen alle zu. Und dann kommt man nicht weiter. Dennoch gibt es natürlich ja so Wesensmerkmale von Männlichkeit und Theoriemerkmale, die wirklich fassbar sind, aber die nur noch für den akademischen Diskurs eigentlich wichtig sind. Also ich glaube, mit dem Begriff der Männlichkeit kommt man in der feministischen Praxis nicht sehr weiter. Zweitens glaube ich auch, dass man mit dem Begriff der Rape Culture, wer kennt den? Gut, nicht weiterkommt. Die Rape Culture ist, was ist so witzig? Es haben sich ja nur sechs, sieben Leute gemeldet. Ich hätte es jetzt schon gerne gewusst. Ja, würde ich jetzt erklären. Ja, also es gibt dazu auch viele Blogartikel im Netz. Punkt 4, ja, lest euch die alle mal durch. Aber also die Rape Culture ist, so wie ich das verstehe, eine, ich kann es eigentlich nicht erklären. Also es ist, so wie ich das verstehe, ist es, dass man eben Männlichkeit und die sozusagen das, was im Patriarchat so Default ist, dass der Mann der Aktive ist, dass der Mann derjenige ist, der die Tür, der Frau in den Mantel hilft, dass der Mann derjenige ist, der die Frau zuerst küsst, dass man das eben alles in einen Topf wirft und eben sagt, diese männliche Übergriffigkeit, das ist eben die Rape Culture im Patriarchat, wo wir was gegen machen müssen. Was meiner Meinung nach noch ein Problem ist, wo wir einfach in der Debatte nicht weiterkommen, ist, dass es dass es eine Art Diskursraum Frauenraum gibt. Das heißt, es gibt, also es sind nicht nur Diskursräume, es gibt natürlich so Partys, wo nur Frauen hin dürfen, gibt's so seit den 80ern. Dann gibt es auch Frauenversammlungen, zum Beispiel bei den Grünen, kenne ich das. Dort gab es dann eben, gibt es in der Satzung unter bestimmten Bedingungen auch dann Versammlung nur für Frauen. Und ja, das kann man natürlich auch als Diskursraum sehen, so wie zum Beispiel im Internet oder so, wenn dann gesagt wird, pass mal auf, das kannst du überhaupt nicht verstehen, weil du ja ein Mann bist. So zum Beispiel, das gibt es. Dann, glaube ich, ist ein großes Problem die Emma. Da können wir natürlich auch kritisch drüber diskutieren. Ich habe bei der Emma zum Beispiel mal Analsex eingegeben und da findet man dann nur so brutale, gewalttätige Texte, wo es dann um Prostitution geht, um Prostituierte, die missbraucht werden und so weiter und so fort. Dann gab es ja bei der Emma auch die Porno-Kampagne, wo dann eben gesagt wird, ja, Pornografie, so wie sie an sich, wie sie existiert, ist an sich schlecht und soll weg. So, es wird natürlich immer gerne dann aufgebohrt und dann wird gesagt, na ja, ich meine, wir meinen das ja eigentlich nur so und so, wie die Pornografie jetzt ist, aber so wie es rüberkommt, ist es anders. Und ich habe auch lange über Pornografie nachgedacht und habe gedacht, na ja, da gab es ja zum Beispiel auch den Pornografieartikel von Malte Welding, hat den jemand gelesen? Einer? Also Malte Welding hat in der FAZ einen Artikel geschrieben zu Pornografie und hat das verglichen mit Darstellungen von Frauen in der Werbung und hat dann gesagt, dass wahre Schönheit nur in der Pornografie sichtbar wird und in der Pornografie sichtbar werden kann. Richtig, hat Alice Schwarzer eine andere Definition von Pornografie wie die allgemeingültige Definition? Ja. Also definiert sie Pornografie nicht mit grundsätzlich Pornos, in denen Frauen erniedrigt werden? Ich habe es vergessen, wie das definiert wird, weil ich heute Nacht halt auch nicht geschlafen habe. Aber ja, ich finde es nicht witzig. Ich komme nie wieder zur Troikon, halt auch nie wieder zu dem Thema einen Vortrag. Treufeminismus kommt in die Tonne. So, aber es haben sich ja Leute gemeldet, die gesagt haben, dass sie die Definition wissen. Deswegen können die ja jetzt mal sagen. Also wie gesagt, ich glaube, die Definition von Alice Schwarzer ist die, dass Pornografie grundsätzlich Pornos sind, in dem Frauen erniedrigt werden. Es gibt wohl auch andere Pornos.
Gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß bloß, dass wenn man irgendeinen Podcast. Vielleicht mit Katrin Rönnecke. Genau. Und, ja. Da war ja eigentlich die Definition. Ja gut, aber die Definition, das ist ja so eine selbsterklärende Definition, die relativiert das ja. Aber ich kann es auch nochmal nachschlagen. Ja, mache ich gleich. Genau, das vierte ist die Akademisierung, habe ich ja gerade schon gesagt. Lies dir das erstmal durch. Das schafft eben auch hohe Hürden und hilft nicht im Diskurs. Du hast jetzt das Thema gesagt, aber du hast gar nicht dein Fazit gegeben, wie du zu Pornos stehst. Ja, ich kann auch gerne sagen, wie ich zu Pornografie stehe. Ich finde, das ist das, also egal, ob das jetzt Trollerei ist oder nicht, ich glaube, es kommt nämlich was Sinnvolles jetzt raus. Ich glaube sogar, dass Pornografie sogar zivilisatorisch oder sagen wir zumindest in der Beziehung sinnvolle Wirkungen haben kann. Und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass man sich zusammen Porno anguckt und sich dann irgendwie geil macht, das kann man meinetwegen auch machen, aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich glaube, dass Pornografie dazu beiträgt, dass man über Sex sprechen kann, wenn man zum Beispiel, wenn man zu schüchtern ist oder wenn man nicht so viele Ideen hat. Also so wäre meine Position dazu. Ja, ich sage aber nicht mehr, weil das sonst zu viel verrät und das zerstört die Intimität in meiner Beziehung. So, nächste Sache. Ja, wie fühlt sich Trollerei eigentlich an? Ich habe mir dazu mal einen Artikel oder ein Buch genommen. Das habe ich auch schon in dem letzten Trollfeminismus-Panel vorgestellt. Das ist von Stanislav Lem, der Unbesiegbare. Da geht es darum, dass so Leute auf den Planeten kommen und das sind Menschen und dann treffen sie dort auf so komische Wesen. Also eigentlich nicht Wesen, sondern so fliegende, komische Mini-Roboter, die sie aber nicht genau definieren können, die die total mächtig sind und die ihnen so das Gehirn rausschmelzen sozusagen. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut, um Trollerei, eben das Empfangen von Trollerei zu verstehen, bei Leuten, die nicht darauf vorbereitet sind und für die sich das sehr schmerzhaft anfühlt. Ja, das ist eben eine riesige Emotion in einer Sprache, die sie nicht zuordnen können. Und man muss ja irgendwie versuchen, auch das Gefühl jetzt von dem Betreuten irgendwie rüberzubringen. Also ich finde, es ist so eine undefinierbare Wolke, die da auf einen zuläuft. Aber da wurde ja auch schon viel zu gesagt, auch wie man sich gegen Trollerei schützen kann. Aber es sind eben noch nicht alle Leute so kompetent. Ah ja, wer kennt Hater? Immerhin ein paar Leute, das ist gut. Hater ist ein Portal, wo ekelhafte Trollkommentare hingeschickt werden. Trollkommentare, die frauenverachtend sind, die nicht hinnehmbar sind, die zum Beispiel Rape Culture sind oder einfach die Debatte in dem entsprechenden Environment total zerstören und die man da nicht haben will. Und weil man diese Kommentare aber nicht einfach löschen möchte, also die Person, die diesen Kommentar im Backend bei WordPress oder so empfängt, damit nicht alleine lassen will und weil man eben auch öffentlich machen will, was es alles für Leserkommentare im Internet gibt, gibt es jetzt so ein WordPress-Plugin, also nicht jetzt, sondern es gibt schon über ein Jahr oder über zwei Jahre. Und damit kann man die eben zu Hater schicken. Da kann man auch, wie man ganz unten auf der Folie sieht, kann man auch sagen, wenn man das schlecht findet, also es ist sozusagen so ein Dislike oder Bäh, Facepalm. Ich fand diesen Kommentar ganz interessant, weil es nämlich ein Kommentar von mir ist. Ja, und ich mich schon als feministisch denkenden Menschen sehe. Dieser Kommentar wurde hinterlassen bei der Mädchenmannschaft. Und man kann natürlich schon über diesen Kommentar streiten, zum Beispiel, weil ich von mir aus sage, die Frauen bei Assange sollen sich mal nicht so aufregen, so kann man es interpretieren.
Ich nehme diesen Frauen also ihre Definitionsmacht. Zweitens sage ich nicht, dass man vor jeder sexuellen Handlung fragen soll, sondern ich sage hier, na gut, es kann auch einen allgemeinen Konsens geben und dann kann man zum Beispiel Sleepy Sex machen. All solche Dinge kann es geben und das hat die Leute bei der Mädchenmannschaft offenbar so sehr getrollt, dass sie das dann zu Hater geschickt haben. So. Also mein Petitum in diesem Blog-Kommentar ist ganz einfach, dass man ein bisschen realpolitischer wird, dass man sich überlegt, na gut, wir können viel über Rape-Culture reden, das wird aber 90% der Leute nicht betreffen, die verstehen das nicht, die Männer denken, sie tun was Gutes, man muss das denen einfach irgendwie ein bisschen anders erklären. Also natürlich, der Assange ist wahrscheinlich ein Arsch, aber gut, also es gibt wahrscheinlich auch viele andere, denen sowas auch passiert und denen das wahrscheinlich nicht bewusst ist, dass sie, wenn sie dann da rummuckeln mit dem Kondom, dass sie da vielleicht der Frau mehr kaputt machen als sich und so weiter und so fort. Ja, also das auch als Beweis dafür, dass man natürlich auch mit Klarnamen trollen kann, aber das hatten wir ja eigentlich jetzt auch schon. Ja, also wie ist der Trollfeminismus überhaupt entstanden? Ich habe mir, eigentlich ist der Trollfeminismus entstanden aus einer tiefen Enttäuschung von meiner Seite, denn ich durfte nicht mitspielen bei den Netzfeministinnen. Ich wurde permanent ausgeschlossen. Mein feministisches Engagement wurde eben nicht ernst genommen. Ich durfte nicht bei der Republika wichtig sein und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, na gut, dann mache ich jetzt eben was Eigenes. Dann habe ich die Kada getrollt, weil sie bei Alice Schwarzer auf dem Cover war, was ich total kacke fand, weil nämlich Alice Schwarzer und ihr Magazin meiner Ansicht nach in eine falsche Richtung führt, weil Alice Schwarzer für die Bild schreibt, weil Alice Schwarzer gewiss eine richtige Kritik auch am Frauenbild im Islam erhebt, diese aber in einer Art und Weise dann auch oft formuliert, die man auch als rassistisch ansehen kann und auch als nicht hilfreich, auch wenn ich auch selber sagen würde, dass ich es schrecklich finde, dass die armen Frauen sich verschleiern müssen, dass es für die Frauen in Saudi-Arabien super warm ist und dass sie ein Kopftuch tragen müssen, das ist einfach zum Kotzen. Aber ich glaube, dass das, wie Alice Schwarzer das macht, nicht sinnvoll ist. Ich habe die Mädchenmannschaft getrollt, mehrmals, wie vielleicht viele von uns. Okay, alles klar. Du weißt es aber doch, oder? Ach, die Mädchenmannschaft ist ein feministisches Blog, das 2008 einen Award gekriegt hat von der Deutschen Welle und sehr gutes Nachwuchsblog gewesen ist, das aber mit der Zeit immer mehr sich radikalisiert hat, meiner Ansicht nach. Und eben immer mehr so in diese akademische unverständliche Richtung gegangen ist. Und jetzt am Ende, ich glaube, die Mädchenmannschaft ist kurz vorm Ende, würde ich jetzt mal so vermuten. Ja, bitte. Was ist eigentlich mit der Meinungsfreiheit der Frauen, die einen Kopftuch tragen möchten? Gut, also da würde ich jetzt nicht weiter eingehen. Was meinst du denn jetzt mit Meinungsfreiheit? Ich finde das immer so ein bisschen fragwürdig, wenn Leute Kopftuch tragende Frauen kritisieren. Ja. Und ich kenne definitiv Frauen, die das einfach tragen, weil sie es tragen möchten und weil sie das mit Stolz tragen und weil es ein weibliches Zeichen ist. Klar, ich habe ja auch gerade gesagt, dass ich das nicht hilfreich finde, wie die Kritik von Alice Schwarzer erhoben wird. Sie sagt ja, das ist die Flagge des Islam, aber man muss auch auf der anderen Seite sehen, dass das ein religiöses Symbol ist, dass das ein Symbol der Geschlechtertrennung ist und dass man das, also meiner Ansicht nach, kann man das in einer säkularen, modernen Gesellschaft nicht gut finden, wenn Frauen sich öffentlich auszeichnen, da erstmal mit ihrer Geschlechterzugehörigkeit so stark, ich meine, wir tun das alle, aber wirklich so stark, das noch religiös verankert, ich kann das erstmal nicht gut finden. Also ich habe nichts gegen die, ich weiß, dass es hochgebildete Frauen mit Kopftuch gibt. Ich weiß, dass es super nette Frauen mit Kopftuch gibt. Ich weiß auch, dass sie nicht alle von ihrem Vater oder Ehemann dazu geprügelt werden, das zu tragen. Aber die Frage ist ja auf der anderen Seite auch immer, was ist eine freie Entscheidung, ne?
Also wann bist du wirklich frei? Das musst du auf der anderen Seite dann auch nochmal sehen. Aber dann müsstest du ja so weit zurückgehen, dass eigentlich alles, was wir tun, nicht die freie Entscheidung ist, weil es keinen freien Willen gibt, weil das Gehirn macht halt sowieso, was es will. Es gaukelt den Menschen einen freien Willen vor. Und deshalb ist alles, was wir tun, einfach ist nicht der freie Willen. Ja, es kann schon sein, aber was ändert das denn? Alles getrollt. Ja. Ja, genau. Als Troll zum Beispiel. Als Troll ist man immer allein und deswegen ist man... Oder man ist eben assoziiert mit vielen, aber man ist trotzdem immer allein. Gut getrollt, dankeschön. Und natürlich, ich hoffe, ich habe die Männer getrollt, die Männer an sich in ihrer Gesamtheit und einige Männer hoffe ich, damit getrollt zu haben. Ich weiß es aber nicht. Genau, man sieht, der Trollfeminismus ist eigentlich schon ganz am Ende, er ist schon dogmatisch geworden. Ich habe mir trotzdem ein paar Dogmen ausgedacht. Ich habe mir gedacht, gut, wir kommen nicht weiter, wenn wir jetzt hier immer sagen, Postgender, 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 so weit kommen wir ja nicht. Wir müssen jetzt mit Geschlechterrollen umgehen und müssen aber versuchen, eben diese komplizierten, unterschiedlichen Sichtweisen irgendwie gemeinsam zu sehen. Also deswegen ist ein Dogma des Trollfeminismus, dass man eben versucht, sich in die andere Position reinzuversetzen, eben versucht, die Trollkommentare von Männern, sage ich jetzt mal so aus meiner Perspektive, zu verstehen, sie ernst zu nehmen, sie nicht gleich alle zu Hater zu schicken, sondern sich zu überlegen, was steckt da eigentlich hinter, wenn da so jemand schreibt, ihr Frauen seid aber alle so und so, ihr habt doch nur eure Tage und so weiter und so fort. Okay, das ist schon ganz schön hart, da muss man dann vielleicht argumentativ gegengehen, aber vielleicht... wenn es auf einem etwas niedrigeren Niveau ist, dass man eben versucht, die Position ernst zu nehmen, sich zu überlegen, steckt da vielleicht jemand dahinter, der schlimme Erfahrungen in Beziehungen gemacht hat, wie ich ja vorher schon gesagt habe, und eben so versuchen, mit dem ins Gespräch zu kommen. Denn Trollkommentare machen eben auch das alles, was in Beziehungen schiefläuft und in Geschlechtereinstellungen schiefläuft, sichtbar. Ja, und dann habe ich mir noch sowas ausgedacht, also Trollerei ist erstmal eine Handlungsmöglichkeit, deswegen plädiere ich dafür, dass Frauen auf jeden Fall ans Ruder gehen und auch selber trollen, Troll sein sollen, damit sie dort eben einfach im Internet auch Macht entwickeln können und sich einfach mit dieser Sprache äußern. So, dann habe ich mir noch mehr trollfeministische Dogmen ausgedacht. Also zum Beispiel habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht gut, anstatt von Rape Culture zu sprechen, besser von männlicher Übergriffigkeit zu sprechen, weil man hier erstmal klar macht, dass es natürlich auch weibliche Übergriffigkeit geben kann. Hier kann man gleichzeitig dann natürlich sagen, gut, das ist im Patriarchat wahrscheinlich seltener und die strukturelle Übergriffigkeit von Männern, die hat man bei Frauen eben nicht. Ja, dann habe ich mir ausgedacht, na gut, das könnten wir diskutieren, dein Schwanz gehört mir. Also wenn die Männer übergriffig sind, wenn die Männer in die Körper der Frauen hineinregieren, dann sollten die Frauen das vielleicht auch selber machen. Eine Idee, die wir möglicherweise diskutieren könnten. Ja, wichtig, ein wichtiger Gedanke noch, es heißt der Troll, das bedeutet, das ist eine männliche Norm. Wer denkt beim Trollface, wer denkt, dass das ein weibliches Trollface ist? Bitte melden. Wow, warum? Erfahrung. Ich kann es nicht verstehen. Weil 90% der Vitas männlich sind. Weil die Frauen immer den Scheiß reden. Gut, alles klar. Klar, das heißt das Trollface, aber es heißt... Du meinst also, das stimmt, Face und Interface und das Face redet, das stimmt schon irgendwie. Aber ich würde schon trotzdem sagen, der Troll ist männlich konnotiert, da könnten wir Wetten abschließen. Wir können ja mal bei Twitter fragen oder so. Aber der Troll möchte gerne anonym sein und wenn man dann männlich macht, dann ist er schon mal nur halb so anonym. Ja. Nein, aber da ist eine Meldung. Zwei Sachen. Also ganz am Anfang meines Vortrags hast du auf einer Folie auch Wallace Gang gefilmt und das ist ja auch ein Trollfest mit langen Haaren, um zu zeigen, dass es
Frau, ist es eine weibliche Person nach Spencer? Ich ist das im alten Venedig, die Musiker von ihren Masken getragen haben, die Anonymität benutzt haben, um halt anonym zu sein, aber mit den Masken haben sie sich immer als Frau Bürgerin vorgestellt. Das fand ich ziemlich cool. Das ist cool. Dann wäre vielleicht die Idee eine Trollkulturrevolution, dass alle Trolle sich zusammenschließen und sagen, wir wollen jetzt Frauen sein. Wie wäre das? Warum? Ja? Trolle sind Täter und Täter sind immer Männer. Stimmt, ja, Täter und Opfer, das habe ich hier nicht reingeschrieben. Nee, das mit Täter, Opfer habe ich nicht reingeschrieben, aber ist ja klar, wenn einer übergriffig ist, dann ist er der Täter. Das habe ich. Ja, na klar. Nee, Täter, nicht Väter. Ja? Du sagst gerade, warum sollten nicht alle tolle Frauen sein? Die Frage ist, du willst doch weg von diesem geschlechtsspezifischen Zeug. Also wäre es doch besser zu sagen, Trolle sind einfach Trolle und sie haben einfach kein Geschlecht, weil es ist ja nicht relevant. Aber ist das Geschlecht wirklich nicht da? Naja, das heißt ja nicht, dass es relevant ist. Es gibt ja Dinge, die sind da und trotzdem nicht relevant. Aber warum sagst du, dass das Geschlecht nicht relevant ist, wenn... Naja, ich meine, ob du jetzt ein Troll bist oder ich ein Troll bin, ich meine, wir sind zwar körperlich unterschiedlich, aber haben ja im Geiste trotzdem irgendwas gemeinsam. Das wäre schön. Ich meine, du willst ja weg von diesen Geschlechterrollen. Die Frage ist, warum willst du dann, dass alle eine Geschlechterrolle haben, wenn du einfach sagen kannst, es gibt keine mehr? Aber kannst du dir nicht vorstellen, wenigstens für ein Jahr oder zwei oder fünf oder so? Eine Frau zu sein? Ja. Als Frau zu trollen? Warum nicht? Warum nicht? Warum soll ich überhaupt als Geschlecht trollen? Ja. Kann ja auch genauso gut als Wesen irgendeines Geschlechts trollen. Es ist ja egal, welches Geschlecht ich habe. Es geht ja um die Message dahinter, nicht um das Geschlecht. Ja klar, das ist schon klar. Mir ist das auch schon klar, dass ich hing auch lange, oder wir haben mal eine Aktion gemacht mit unserem Channel, wo wir uns alle als Frauen verkleidet haben und... auf der Freiheit-Statt-Angst-Demo, das war viele Identitäten, uns gefällt das oder so hieß die Aktion. Da haben wir eben dann gesagt, ja gut, wir können im Internet alle möglichen Identitäten annehmen und Geschlechtsidentitäten werden im Internet unwichtig. Aber, vielleicht nehme ich das alles ganz falsch wahr mit meinem streng feministischen Blick. Aber ich glaube schon, dass der Mann die Norm ist, von der die Frau abgeleitet wird. Und das sage ich jetzt nicht, weil so böse Forscher wie Anatol Stefanovic mir das erzählen, sondern das sage ich, weil wir eine Sprache haben, wo zum Beispiel, wenn gesagt wird Sportler, an wen denkst du? Sportler. Steffi Graf oder Boris Becker? Nee, gut, das ist out. Also Sportler, denkst du, schon ein Mann, oder? Eher schon. Genau. Ganz genau, also... Ich glaube, wir leben auch im Internet nicht, oder ich weiß es, wir leben auch im Internet nicht im luftleeren Raum. Da sind wir ja alle auch noch so mit unseren Körpern laufen da so rum und auch mit unseren Geschlechterrollenzuschreibungen. Und ich glaube, wir sind das alles auch ganz schön gewohnt, dass der Mann die Norm ist und dass die Frau davon abgeleitet ist. Ja? Also, du hast jetzt gerade das Beispiel des Sportlers gebracht, sagst also, das ist öfter sind solche Begriffe männlich konnotiert. Jetzt wäre es aber eigentlich dann doof, wenn man gerade den Troll rausgreift und den versucht weiblich zu machen. Weil dann hast du ja wieder genau den Effekt, den eigentlich ich habe. Alle Trolle sind weiblich, aber alle anderen bleiben männlich. Du meinst also, die Trollsphäre wird die einzige, die einzige Sphäre des Matriarchats sein. Das wäre ein großes Experiment, dem ich gerne beiwohnen würde. Dann müssen wir die Krankenschwestern aber auch männlich machen, ne? Ja, Krankenbruder, ne? Ja. Ja, Krankenschwester ist auch ein Beruf, der sehr schlecht bezahlt wird. Den müssen wir auch gleich besser bezahlen. Vielleicht, wenn wir ihn zum Krankenbruder machen, dann ist da vielleicht Hoffnung da. Aber was ist denn mit den Krankenpflegern? Werden die nicht genau gleich bezahlt?
Das stimmt, aber es gibt, also ich kannte mal ein paar Krankenpfleger und die haben mir dann so erzählt, dass das ihnen sehr viel Spaß gemacht hat, da auch immer auf die Partys zu gehen mit ihren Kolleginnen, weil sie da ein Mann und 50 Frauen waren, ja. Aber wir sind jetzt gerade beim Gehalt davon. Und was ist, wenn eine Frau, die bei der Müllabfuhr arbeitet, dann auch auf die Partys geht, weil da so viele Männer sind? Das ist doch, ich meine jetzt nur vom Geld her, du hast das jetzt so oft angebracht mit dem Bezahlen, aber der ja. Krankenpfleger an sich, der bekommt ja nicht aufgrund seines Genders mehr Gehalt. Als die Krankenschwester. Nee, kriegt er nicht. Aber er ist ein... Okay, also du willst jetzt mit den geschlechtermäßig normabweichenden Menschen argumentieren, oder wie? Aber man muss ja schon auch irgendwie die Zahlen zur Kenntnis nehmen. Ich wollte dich nur in dem Punkt gerade korrigieren, weil ich das so finde, dass du das jetzt mehrmals angebracht hast, ja. Dass die Krankenschwester weniger verdient als der Krankenpfleger. Nein, das habe ich nicht gesagt, das habe ich so nicht gemeint. Und das wird auch immer verwechselt. Es gibt aber trotzdem auch noch andere Fälle. Es gibt noch Fälle von ungleichem Lohn, die aber auch ein bisschen an den Frauen selber liegen, weil die nämlich Frauen nicht so gut verhandeln wie Männer. In manchen Berufen ist es dann eben auch einfach so, dass Frauen nicht so stark verhandelt haben. Aber gut, das hängt natürlich auch ein bisschen mit Geschlechterrollen zusammen und vielleicht auch mit Chefs, die dann den Frauen vielleicht nicht so viel geben wollen. Also bei beiden Leuten, sowohl bei den Leuten, die verhandeln, wie auch bei den Leuten, die Aber nee, also so meinte ich das natürlich nicht. Also ich habe nicht gesagt, es gibt den Einheitslohn für Männer und es gibt den Einheitslohn für Frauen. Wenn der Krankenpfleger, der kriegt dasselbe wie der Maurer und die Krankenschwester kriegt dasselbe wie die Maurerin. So ist es nicht. Sondern es gibt einfach gesellschaftlich typische Frauenberufe und gesellschaftlich typische Männerberufe. So, und aber ich verstehe deinen Einwand und ich finde auch, dass hier ein Ansatz wäre, dass eben Frauen vermehrt in zum Beispiel, da gibt's ja auch Initiativen, in technische und naturwissenschaftliche Berufe gehen sollen, dass sie eben andere Berufe wählen sollen und sich eben nicht für diese 10 schlecht bezahlten Frauenberufe entscheiden sollen. Aber das machen sie nun mal leider auch sehr häufig. Ja? Ja, es gibt diesen Girls Day. Mhm. Und in diesem IT-Umfeld, wenn das ist, dann ist irgendwie nichts. Also es meldet sich mal eine oder zwei. Man könnte sagen, die Frauen wollen es halt nicht. Deswegen ja. Melden sie sich nicht. Und dann kann mich schon zu zwingen, macht das jetzt, wenn sie halt keinen Bock auf IT haben oder keinen Bock auf Mauern haben. Ja, okay, wir machen eine Debatte, ne? Erzähl, mach mal weiter, aber jetzt melden sich gerade ganz viele. Haben wir einen Moderator, der das für mich managt oder soll ich das machen? Dann mache ich das mal. Ne? Dann brauche ich einen Stift. Was bitte? Wieso muss ein Moderator sein? Ja. Kann mir bitte jemand einen Stift geben? Oder kann das ein Moderator? Willst du es machen? Nee, jetzt verstehe ich es auch, dass du es nicht mehr machen willst. Sorry. Ich habe ja gesagt, auch ich bin nicht frei von meinen Geschlechterrollen und in meinem Denken so, ne? Wer soll das bitte machen? Super, danke. Willst du nochmal die letzten zwei Sätze von deinem sagen? Also genau, das. Man kann Frauen doch nicht dazu zwingen oder versuchen zu überreden, dass sie einen Beruf annehmen, den sie anscheinend nicht gerne machen. Aus eigener Erfahrung, weil ich halt mitkriege, wie wenig los ist. Du sagst einfach nicht, weil die zum Beispiel unterdrückt werden, sondern einfach, weil die keine Lust haben, eine Mauer hochzuziehen oder sowas. Ja, ich möchte dagegen halten, dass Girls Day Mädels einlädt, die irgendwie 16, 17, 18 sind. Das heißt, sind die fast schon durch die Pubertät durch und die sind ziemlich lange einer gesellschaftlichen Geschlechtsrollennormierung ausgesetzt gewesen. Da möchte ich also nicht meinen, dass man deswegen sagen kann, Frauen wollen es nicht, sondern Frauen sind vielleicht dazu nicht gemacht worden. Als These in den Raum stellen. Ja, bitte? Also einmal da dranhängen, das ist vielleicht noch nicht gut genug, um sowas zu bewerten. Also das ist schon eine längere Geschichte. Weißt du, wie lange gibt es jetzt solche Girls Days seit 5 Jahren? Keine Ahnung. Einfach nochmal ein bisschen warten, wie sich das aufzeichnet. Ich habe vor 10 Jahren Abi gemacht, da gab es die schon. Ja? Ja. Ja, bitte. Diese ganze Diskussion basiert doch auf der Annahme, dass diese Aussage von der Simone Beauvoir wissenschaftlich bewiesen ist, oder? Aber das ist doch eigentlich nur eine Theorie und meines Wissens nach stimmt das nicht. Warum nicht? Weil es wissenschaftliche Beweise von Gehirnforschern gibt, dass das anders ist. Und welche? Google nach.
Wir reden über Trollfeminismus und Google nach. Nee, das ist ja jetzt Trollerei. Super. Du bist dran? Nee, aber was meinst du denn mit Gehirnforschern? Also erstmal kann sich das Gehirn ja im Laufe des Lebens auch ändern. Und zweitens, willst du jetzt mit Hormonen argumentieren oder was ist dein... Im Fötus wird durch den Testosteronspiegel das Gehirn komplett anders ausgeprägt bei einem männlichen Fötus, also mit hohem Testosteronspiegel gibt es eine männliche Gehirnausprägung, die... Aber was hat das denn dann zur Folge? Das Spielen mit Rosa oder Autos. Ah ja, okay. Das glaube ich nicht, aber gut. Ich google es jetzt mal. Denn der Beweis der Gehirnforschung... Die Gehirnforschung sagt aber auch, dass du dein Gehirn beeinflussen kannst. Ja, aber unwesentlich. 5% kannst du davon... Ja, es gibt ja auch Projekte, wo Mädchen dann in anderen Umständen Mathe machen und da haben sie dann ganz andere Ergebnisse. Also ganz so einfach ist es ja auch nicht. So. In der Regel, wenn man das statistisch sieht, wie die Ausrichtung ist, wer gerne mit Rosa spielt, wer gerne mit Blau spielt. Ja, und wer Ingenieur wird und wer genau, richtig, Krankenschwester wird. Ich kann dein Argument sehr gut nachvollziehen. Also wer seine Spielfigur Actionfigur nennt oder Puppe. Ja. Also das Argument mit den Hormonen ist nur halb richtig und es ist auch mal gefährlich, dass man so halb Wissen anwendet. Wenn du es nochmal nachlesen möchtest. Es gibt ein Östrogenhormon, es gibt auch Testosteron. Naturvölker, die sagen wir mal nicht denselben Kulturkreis haben wie wir, haben auch mehr als zwei Geschlechtsrollen. Wir unterscheiden ja zwischen Mann und Frau, das war's. Aber es gibt da durchaus verschiedene Möglichkeiten, sich sexuell zu entfalten. Die Naturvölker, weil sie halt aus einem anderen Kulturkreis, an Geschlechtsrollen Draufsicht haben, durchaus leben. Ja, das ist so einfach, binär zu denken, es gibt nur Mann oder Frau. Es macht es für uns hier in dieser Gesellschaft einfach. Ich rede gar nicht darum, Mann oder Frau, sondern der Entwicklung, wie verhält man sich? Danke, dass du mich aussehen. Ne? Haben sogar zwei Jungs, zwei eineige Zwillinge, männlich, die DNA, verschiedene Ausmaße an einem Testosteronschub und Hormonschub. Ne? Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein Schub der Hormone Klasse A gewesen, deswegen ist das jetzt ein Mann. Und alle Männer haben denselben Testosteronhaushalt. Ja, es gibt durchaus Leute, die auch Pansexuelle sind, ja, genau. Weiß ich, waren das? Das waren Heterosexuelle, die halt eine wie wir sagen, homosexuelle Selbstdarstellung haben. Also es ist einfach zu einfach gedacht, es gibt nur Mann und Frau. Da müssen wir ein bisschen mehr Spielraum, auch ein bisschen mehr Kreativität melden. Die Aussage ist. Nee, jetzt keine Zwiegespräche hier. Jetzt lass mal Philipp dran und wer kommt dann? Da ist ja so, da passiert irgendwas mit Hormonen und dann, daraus kann man dann irgendwas ableiten. Aber damit müssen wir dann auch noch umgehen. Also daraus kann man vielleicht gewisse Verhaltensweisen ableiten, aber kulturell haben wir immer noch Handlungsmöglichkeiten, damit umzugehen. Also es ist nicht von Hormonen festgelegt, dass wir rosa Überraschungseier machen. Also was der Junge gesagt hat, dass es bestimmte Abstufungen gibt vom Hormonhaushalt, ist richtig. Denn ich kenne einen PM-Bericht, ja, der wissenschaftlich bestätigt hat, dass es den Macho wirklich gibt. Ja. Ja, also das ist ein Mann mit einem sehr, sehr Testosteronspiegel. Ja. Das Besondere an dieser Sorte Mann ist, dass die sehr risikofreudig sind. Also kein halsbrecherische Tätigkeit. Entschuldigung, ich glaube, das leidet ein bisschen, aber ich glaube, wir haben unseren Eindruck, dass es Männer und Frauen gibt. Ja. Wir generieren schneller Verletzungen und wir können nur Mädchen zeugen. Oh! Nicht nach China gehen, ne? Betrachtet seine Frau als sein Eigentum. Bist du dir sicher, dass die nur Mädchen zeugen können? Ja. Das ja, wenn es in der PM stand. Okay. Interessant. Gut, so haben wir noch Meldungen? Nö. Vielen Dank für die Moderation. Du wirst bestimmt noch mal nötig sein. Gut, wir waren bei der männlichen Norm. Frauen sollen selber trollen. Frauen sollen das Heft in die Hand nehmen und den Troll, ja, die sollen einfach sich Trolltechniken aneignen, anstatt in Sorge vor den Trollen sich zurückzuziehen. Mein Petitum wäre auch, sie jetzt nicht so eine
ich weiß das Wort gerade nicht, also so eine Routine zu machen, wie die Mädchenmannschaft das macht, sondern vielleicht mal treue Kommentare zuzulassen. Also ich habe zum Beispiel, war ich auch mal auf dem Panel mit einer anderen Frau, deren Namen ich jetzt nicht sage, aber die hat dann wie von selbst das Dogma wiederholt. Okay, treue Kommentare kann man fruchtbar nutzen, aber nicht die in feministischen Blogs. Da sage ich jetzt nichts zu. Also da gibt's schon gewisse Tabus, die man vielleicht durch einen anderen Umgang mit Trollen auflösen kann. Ja, Julia Schramm sagte mal, männliche Sprache entern. Das ist meiner Ansicht nach ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir haben ja in den 80er Jahren, oder ich weiß nicht wann, aber wir haben die ganze Sache gehabt mit der geschlechtergerechten Sprache. Die wird ja in manchen Szenen dann jetzt noch weitergetrieben. Also sprich, wir haben das Binnen-I, dann haben wir das Unterstrich-I, das Gender-Gap gekriegt. Wer kennt das Gender-Gap? Sehr schön. Das ist für alle, also das ist für alle und das dazwischen noch. Das schreibt man, ach, das habe ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht schreiben. Also schreibt man so, dass man statt dem Binnen-I sozusagen vor das I einen Unterstrich macht. Und das ist dann eben so das, was dazwischen ist. Also das ist eben ein bisschen queerer, das lässt noch mehr Raum, nicht nur Männer und Frauen, zweigeschlechtlich, sondern für alle. Dann gibt's in linken Kreisen noch so ein Sternchen. So, das ist alles in der schriftlichen Kommunikation. Also was ich denken würde, Julia Schramm meinte das auch ein bisschen anders. Ich glaube, die meinte, dass man als Frau auch mal sagen soll, irgendwie, hast du die Eier, dann kandidiere. Das können wir vielleicht auch mal diskutieren, ob es vielleicht besser ist, möglichst geschlechtsneutral zu kommunizieren oder ob es besser ist, wenn wir alle uns die Diskurspower mit männlicher Sprache aneignen. Jo, dann was aus meinem letzten Vortrag, das ist aber eigentlich nur so ein mal so gedacht. Also ich stelle mir Trollen auch häufig so vor, dass man sozusagen mit einem bestimmten Winkel dem anderen ins Herz sticht. Und dadurch eben, wenn man den richtigen Winkel wählt, dann kann man den einfach töten und seine Mauern überwinden. Und dann hat man eben hart getrollt, gut getrollt. Und deswegen kann man da vielleicht auch von Penetration reden. Und dann komme ich dann zum nächsten Punkt, zur nächsten These. Ja, vielleicht müssten wir einfach den Penis umbenennen und allen Menschen verbieten, Penis zu sagen. Denn eigentlich hat ja Penetrare, wenn man sich das Wort mal ansieht, gar nicht so viel mit Penis zu tun. Das denken die Leute ja immer nur. Und Penetrare für alle. Ja. Ich habe letztens einen wunderbaren Artikel gelesen, dass Frauen einen neuen Begriff wie Vagina haben wollen, weil es keinen Begriff gibt, der unbefangen ist. Warum sollte man jetzt den Penis einfach umbenennen? Also das ist ja ein Begriff, der von allen gerne genutzt wird und der unbefangen ist. Und, sagst du Vagina? Ich finde, das ist so irgendwie so ein kompliziertes Wort. Aber gut, kann jeder da sagen, was er will. Aber ehrlich gesagt, Vaginare gibt's nun mal nicht, Penetrare gibt's. Und deswegen eine provokative These, wir müssen den Penis umbenennen, Penis abschaffen, nennt ihn anders, nennt ihn Schwanz, nennt ihn sonst wie. Mein Petitum. Wichtige Sache auch, troll dich selbst, denk nach. Oder ist das doch alles nur Kackscheiße? Ja, ist ein Fragezeichen. Wie viel Uhr ist es denn? 13:25. Nee, ich wollte jetzt eine Debatte machen, aber vielleicht sind... Ja? Du bist gar nicht auf Intersektionalität eingegangen. Das ist, was ich letztens irgendwie im Blog immer gelesen habe. Intersektionalität? Das kann Plom dir erzählen. Das hat er mir gestern Abend erklärt, aber meinst du jetzt so die... Ich kann das nicht definieren. Ich bin nicht in diesen, Critical Whiteness, was weiß ich, Diskussionen richtig drin. Vielleicht kann Plom das ja erklären, oder hast du keine Lust? Okay. Kann das irgendjemand anderes erklären? Also dieses Herrschaftswissen über Plom, ne, das finde ich nicht gut. In der Wikipedia.
Also wenn ich das, also ich behaupte jetzt einfach mal was und Plom sagt, ob es richtig ist, das ist eben, dass man eben unterschiedliche Diskriminierungen hat und dass die sich möglicherweise gegeneinander, also dass man, wenn man gegen Diskriminierung kämpft, dass man dann eben Widersprüche kriegen kann. Zum Beispiel, du hast Rassismus und Sexismus. So, und dann haben wir das Alice Schwarzer Beispiel mit den Kopftuchfrauen. Dann möchte ich gerne den Sexismus im Islam kritisieren und sage, okay, passt mal auf, das ist total sexistisch, dass ihr euren Frauen die Kopftücher aufsetzt, ihr islamischen Männer. Und dann kann man aber auf der anderen Seite genauso kommen und sagen, also passt mal auf, wenn wir jetzt hier alle islamischen Männer in einen Topf oder überhaupt alle Menschen, die eben islamischer Religionszugehörigkeit sind, in einen Topf werfen, dann werden wir den Leuten auch nicht gerecht und diskriminieren sie. Und ich weiß aber jetzt nicht, was Intersektionalität ist, also ob das etwas ist, was diesen Widerspruch auflöst oder ob das einfach diesen Zustand beschreibt. Es bezeichnet erstmal einfach den Umstand, dass es halt verschiedene Aspekte gibt, entlang derer man diskriminiert werden kann. Das heißt, ich kann durchaus zum einen als Angehöriger einer religiösen Minderheit diskriminiert werden und gleichzeitig aufgrund meines Geschlechts, ich kann aber auch beispielsweise aufgrund meines Geschlechts privilegiert sein und gleichzeitig diskriminiert, weil meine Hautfarbe schwarz ist beispielsweise. Kann man das nicht wunderbar zum Trollen benutzen? Ja. Ich meine, da kann man ja richtige Konstrukte bauen. Schwarz, jüdisch, weiblich. Schwarze, lesbische, behinderte. Oh, jetzt habe ich einen Witz gemacht. Ich habe einen blöden Witz gemacht. Ja, weil es ein Lied ist. Das ist einfach ein Liedbezug. Und dann habe ich ein bisschen gedacht über die Leute, die das wirklich bis zum... Für mich war das gerade witzig, weil die Debatte heiß läuft und weil es eigentlich keine richtige Lösung für die Probleme gibt, meiner Ansicht nach. Aber vielleicht hat ja doch jemand eine Lösung. Gut. Ja? Nur eine Frage, wie weit sich das im Rahmen des Weltischen befindet? Was? Über Diskriminierung. Sie tritt ja in allen Formen auf, mehr oder weniger. Ja, aber wie kann man denn wie kann man Erträglichkeit objektivieren? Das liegt bei einem selbst. Genau. Habe ich mal einen Bekanntenkreis, ja. Fusanzahmen. Aber gehört, dass es eine brachiale Wanze gibt, die mit einem strenggläubigen Moslem verheiratet ist und es scheint zu funktionieren. Du meinst, es geht eine Brachial-Emanze, die mit einem Schrei... ...offensiv ist und Ja, das ist die Liebe und Emanze ist eher, musst du ein bisschen aufpassen, das ist diskriminierend. Ein bisschen diskriminierend ist der Begriff schon. Das ist schon mal die Liebe und das andere ist, die hat eben ihre Grenzen abgesteckt. Und das scheint zu funktionieren. Ja, aber nur weil der Mann ein Muslim ist, heißt das ja auch nicht, dass er radikal ist oder muss die Frau jetzt ein Kopftuch tragen oder ist sie konvertiert oder? Die haben eben ihre Grenzen eingesteckt. Ja, gut. Beide Seiten zufrieden. Ja, also das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit auch gesagt habe. Also nur weil du kannst die Leute nicht alle in einen Topf werfen, nur weil sie jetzt zu einer bestimmten Gruppe gehören. Das muss man wieder selber wissen, ja, wie weit es unerträglich wird. Das geht aber nur in einer Welt des unendlichen Reichtums, würde ich postulieren. Für mich ist auch unerträglich, dass ich so wenig Arbeitslosengeld bekomme und jetzt zu meiner Mutter zurückziehen muss. Wie soll das Problem gelöst werden? Gut, alles klar. Ich habe zwei Meldungen noch. Erst du da hinten, dann du da vorne. Ich weiß leider euren Namen nicht. Also ich finde den Gedankenansatz schon ganz cool, zu sagen, ja, der Mensch ist anders als der nächste Mensch, sodass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wenn wir als Gesellschaft zusammenkommen, müssen wir als Gesellschaft auch fragen, wie wir so zusammenleben wollen. Ja? Und das ist vielleicht eine Chancengleichheit als Ausgangspunkt oder als Ziel, als Vision, zum daran arbeiten, dass wir halt
die dieselben Chancen haben, dass sie ein bisschen das gegenseitige Verkacken auch tolerieren und nicht direkt bis zum Ende aller Tage diskriminieren oder verurteilen. Das wäre schon ein schönes Ziel. Ich meine, klar, das kann man vielleicht nicht erreichen, genauso leben nicht, wie man viele Sachen im Leben nicht erreichen kann, aber ich bin in so einer Gesellschaft, die sagt, okay, wir versuchen zumindest jedem dieselbe Chancen zu geben, auch wenn wir unterschiedlich sind, ist deswegen toleranter, weil dann die Frage, was sind meine Chancen jetzt, bin ich gleichberechtigt und so, die kann dann vor Ort in dieser Beziehung getroffen werden oder auf einer Bushaltestelle oder sonst wo, und die wird halt nicht von oben vorgegeben, also es ist kein Top-Down-Approach, sondern mehr so eine persönliche Freiheit, die von der Gesellschaft auch zugesichert wird, dass man das für sich regelt. Das Problem ist dann allerdings, dann muss ja jeder irgendwie sich daran gewöhnen, sich jeden Tag zu fragen, ob er dieselben Chancen hat oder ob es den anderen dieselben Chancen zulässt. Und, und wie kann man das messen, die Chancen? Und das kann man schwer messen, ne? Ja? Also ich verstehe natürlich immer noch nicht so ganz, was du überhaupt machen willst. Ich meine, wir sehen gerade, wie alles deutlich besser wird. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr offen und sehr tolerant gegenüber vielen Sachen ist, die sich immer weiterentwickelt. Deshalb werden wir immer irgendwo Reibungspunkte haben, weil wir sind halt leider Menschen und wir haben halt leider immer Reibungspunkte. Aber weil hier so ein Hackerspace sieht man es ja, wie es gut funktionieren kann. Hier sind die meisten Leute sehr tolerant, sehr offen. Die haben natürlich auch soziale Probleme, aber wir lernen ja alle voneinander miteinander. Und ich finde es jetzt nicht irgendwie, dass wir uns auf irgendein Geschlechterbild einigen sollten, sondern vielleicht auf den größeren gemeinsamen Nenner. Ich meine, dann nicht mehr Penisse sagen, nicht mehr Vaginas sagen, das hat es einfach nicht. Die Sache wäre, wir sollten uns auf unsere größte Gemeinsamkeit einigen. Das ist halt die, dass wir Menschen sind und nicht, dass wir irgendwie einen Penis haben oder eine Vagina. Weil sonst ein Geschlechtsteil, was uns irgendwie privilegiert oder runtermacht. Moment. Also erstmal wäre vielleicht eine interessante Frage, wie viele Frauen sind denn hier im Hackerspace? Oh, einige. Also es sind auch viele verpartnerte Leute. Ich zähle sie nicht, weil sie sind gleichmäßig berechtigt, sie sind genau Menschen wie ich. Also es ist ja egal, ob es eine Frau ist oder ein Mann oder ein Transsexueller, es ist ja total egal. Also es geht halt darum, dass es Menschen sind und sie aufgrund ihres Geschlechtes zu zählen, zu definieren, wäre schon wieder sexistisch. Aber es gibt, ich argumentiere mal jetzt nicht rum, hatte sich noch jemand gemeldet? Nee, du hast nicht recht. Ich wollte noch was zum Trollfeminismus fragen. Also ist es so, ja. Feministinnen sind ja sehr beliebte Trollopfer, weil sie sich schnell über Dinge aufregen und sozusagen sehr empfindlich sind. Und ist Trollfeminismus sozusagen, dass du mit feministischen Argumenten trollst oder dass du Antifeministen trollst? Also das habe ich auch noch nicht gesagt. Das ist mehrdeutig. Das ist ja auch das Schöne am Trollen. Man könnte das Englisch ausdrücken und sagen Trolling Feminism. Dann würde man einmal den Feminismus trollen und eben versuchen, die Ideologisierungen, die sich meiner Ansicht nach eingeschlichen haben, so ein bisschen aufzulösen, ein bisschen flüssiger zu machen. Und zum anderen bedient sich der Trollfeminismus, wenn wir das so identitär und dogmatisch sehen wollen und eben den Trollfeminismus jetzt nicht auf den Müllhaufen der Geschichte werfen möchten, trolliger Instrumente oder trolliger Kommunikation. Ja, also es ist beides, so wie beim Trollen ja immer alles beides ist. Wahrheit und Lüge, Irritation, Doppelzustände, Unschärfe und so weiter und so fort. Verständlich? Gut, schön. Begründung zu seiner Frage. Du hast ja gesagt, Mutzi hat nicht recht, ne, dass die Leute hier toller rauskommen. Jetzt ist er auch noch rausgegangen. Ja, ja. Rein. Oh. Aber warum fandest du denn jetzt, dass er nicht recht? Ja, da kann ich auf ganz vielen Ebenen antworten. Zum einen habe ich ja versucht zu erklären, natürlich ohne wissenschaftliche Belege, aber doch mit Theorien, dass wir alle Geschlechternormen unterworfen sind, dass wir von klein an dazu erzogen wurden, dass auch es sehr schwierig ist, außerhalb dieser Geschlechternormen zu sein. Das zweite Argument ist meiner Ansicht nach, dass wir auch alle einen Körper haben, also dass man am Ende also zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt schon allein deswegen, weil Frauen Kinder bekommen können und Männer nicht, Unterschiede hat, so scheiße sich das anhört. Aber wir bezogen uns ja hier auf den Hackerspace. Oh, hier auf den Hackerspace. Ja, da habe ich ja, ich weiß, ihr diskriminiert jemanden, ihr wollt mich jetzt vielleicht auch nochmal trollen wegen meiner Eingangsbemerkung, das finde ich auch okay, aber
Also ich habe ja das, wie gesagt, schon gesagt. Also ich fand es schon ein bisschen komisch, dass dann Sprühsahne als Morgenejakulat bezeichnet wird. Und das stößt mich ab. Ich habe nichts gegen Ejakulat, aber bitte doch nicht einfach so in den Kaffee meines Nachbars gespritzt. Das ist doch überhaupt keine Kritik. Ich fand das doch total interessant. Das ist doch toll, dass du es gemacht hast. Ich fand es... ich will auch nicht, dass du dich jetzt ärgerst darüber, sondern das ist doch nur ein Ausdruck von Sprache. Okay, ich ärgere mich darüber, weil mich das irgendwie, weil ich finde, das ist irgendwie so eine Männerkultur, die gern über den eigenen Schwanz redet. Also das war ja nicht meine Aussage. Nächstes Jahr gibt es dann Brustmilchkäse. Ekliger, okay. Siehst du, guck, das ist so super interessant. Na gut. Das ist eine Hackerkultur. Nein, aber auch bei Hackern gibt es Geschlechterrollen. Ihr glaubt immer, dass es keine Geschlechterrollen gibt, dass ihr alle Ponys seid, aber das stimmt doch nicht. Beweise. Dann würde ich ja gar nicht dagegen sagen. Ach so. Ich würde nur sagen, wir haben noch viel mehr Rollen dazu, die Geschlechterrollen. Wir haben auch häufig diese Konradrolle. Und wenn sich jetzt andere Leute uns angucken würden, dann würden sie auch sagen, ja, ihr spielt ja irgendwie total eine Nerdrolle oder sowas in der Richtung. Das stimmt, ihr spielt auch eine Nerdrolle. Aber Nerds sind ja auch männlich konnotiert. Was? Du bist ja auch der Sieger der Evolution, Mann! Nee, weil eigentlich wissen ja viele und ich fühle mich trotzdem akzeptiert, ja, und ernst genommen in dem Hackerspace. Obwohl viele ja wissen, dass ich Java programmiere. Ja, okay, das ist vielleicht wirklich schlimmer, als eine Frau zu sein. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber die Leute aus meinem Channel können es dir sagen, Herr Lehmann würde dich dafür bestimmt total abklatschen. Was ich noch nicht gesagt habe, also ich glaube auch, dass Männer in dieser Gesellschaft nicht so angehalten werden, ihre Gefühle zu entwickeln. Wir hatten ja Anfang, aber damit tue ich auch niemand Konkreten jetzt ans Bein pinkeln, sondern ich sage, so ist Männlichkeit konstituiert. Wir hatten diese Nina-Power-Debatte und in dieser Nina-Power-Schmerzensmänner-Debatte, wo sie dann beklagt hat, dass die jungen Männer nicht mehr so robust die Frauen eben in die Ecke drängen, um sie dann zu begatten. Ja, da habe ich die These gehabt, Männer sollten mal, oder es wäre gut, wenn mehr Männer ihre Gefühle entwickeln. Und natürlich sind das meine Erfahrungen aus meinen Beziehungen und meine Wünsche an Männer, ja. Aber ich glaube schon, dass so Gefühle und schon eher abgewertet werden. Und dass, wenn dann Gefühle, also so, wenn dann so emotionale Sachen passieren, dass sie eher als komisch angesehen werden. Und dass eher so dieses Männliche in sich hinein verkriechen, als gesellschaftlich normal angesehen wird und eben nicht so das weiblich konnotierte Rumgeschrei, wenn es mal zu viel ist, weil es vielleicht bei Frauen ein bisschen früher Platz ist beim Mann, ja? Es geht halt vor allem auch daran, ja, dass die Männer seit jeher Risikoberufe ausgeübt haben. Also ist heute noch so, dass hier 80%, ja, in Risikoberufen die Männer drin sind. Sei es die Feuerwehr, Militärberufe, also kämpfende Einheiten, Stuntmen und. Also warum die Männer, auch in der Kultur, warum die Männer ihre Gefühle verbergen, auch daran, weil die in Situationen kommen, in diesen Berufen, wo die Angst fast riechen kann. Und deswegen bitten die auch also den Herrn Pokerface, um bei den anderen zu zeigen, dass sie cool sind und dass sie die Scheiße im Griff haben. Und früher hat man in Risikoberufen immer gedacht, die Frauen werden nicht nur körperlich schwach, sondern auch seelisch schwach, weil Frauen einfach auch den Mut haben, emotionaler zu sein, öfter mal eine Träne zu drücken. Genau, und wer emotionaler ist, der ist angreifbarer. Ich sage jetzt nicht, dass sie aus der Biologie das sind, sondern die sind es, weil es ihnen zugeschrieben wird. Und das hat ja eben auch zum Beispiel Vorteile, zum Beispiel Intuition. Also da kämen wir jetzt wieder zu diesem Führungskräfte-Argument zurück. Also es ist alles nicht so einfach. Ich werde jetzt gebeten, Schluss zu machen hier mit euch. Es gibt noch eine Bemerkung zum Abschluss. Ja, wegen dem Patriarchat und so. Also irgendwie, ich verstehe, was du sagst, ist sehr klar.
Aber wir sind doch die Mütter, also wir machen doch die Sozialisation. Wo ist das Problem? Wir können das also wir machen die Kinder und erziehen und wir bringen denen die Sprache bei. Ja, aber ihr kauft denen doch auch die rosa Spielzeuge. Moment, das habe ich gekauft. Also wir brauchen uns ja nicht danach zu so beschweren, dass die Sozialisation dann scheiße war, die haben wir selbst gemacht. Nee, das hat ja dann deine Mutter gemacht. Ja, nee, du solltest, genau, du machst das bestimmt auch ganz toll, aber ich glaube, das machen nicht alle so. Und jeder hat, ja. Also okay, das ist nochmal ein ganz anderes, das ist jetzt nochmal ein weites Feld, das wir nochmal weit aufmachen, so Erziehung und Bildung, ja? Ja, wir fühlen uns zwar so, als ob es keine Sozialisation gäbe, aber die gibt es halt einfach. Also wenn ich einfach tue, ja, jetzt ist mir dann auch ein rosa Ei zu essen und ich esse jetzt ein rosa Ei, das hat nichts damit zu tun, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Und ich bin schon als Mann sozialisiert worden und da kann ich nicht dahinter zurück. Und sie als Mutter auch ist als Frau sozialisiert worden mit gewissen Geschlechterrollen, die auch... Also alleinerziehende Mütter können problemlos ihren männlichen Kindern Geschlechterrollen einprägen. Das ist gut untersucht. Also das hat auch damit zu tun, zum Beispiel mit der Stimmhöhe. Das ist etwas ganz physikalisch Beschreibbares. Männliche Kinder werden dazu angehalten, tiefer zu sprechen, weil sie, und sie werden dafür bestraft, auch implizit. Das funktioniert und das kann man ganz gut zeigen. Das ist wissenschaftlich bestens untersucht. Genau, trollt euch selbst, reflektiert und macht es euch bewusst. Vielen Dank für eure gute Teilnahme. Und es gibt tatsächlich etwas zum Basteln im Mädchenüberraschungsei. Das wusste ich nicht, das hat mir jemand anderes, dann wurde ich belogen. Ich habe mir nämlich noch nie sowas gekauft. Auf der Bastelanleitung ist ein Mann drauf, der zusammenbastelt. Bei mir waren Mädchen dabei, von Mädchen, die das Teil hier benutzen, die sahen aus wie Jungs.